Herzlich willkommen zu New Super Mario Bros. DS. Das ist natürlich eine Erfahrung, die ich jetzt nicht so gut machen kann und diese... Wir haben gesehen, wie Bowser Jr. mit Peach in diesen Turm geflohen ist. Vielleicht finden wir ja die Prinzessin direkt hier und damit hätten wir das Spiel durchgespielt. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja, ja, schon gut. Digga, was ist das für ein Kampf? Er wird zu Knochenbowser, okay. Ihm brennt einfach das Fleisch von den Knochen. Ich bin nicht psychisch krank. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von New Super Mario Bros. Das heißt ja, glaube ich, New Super Mario Bros. Das ist ein schwieriges Wort, ne? So, dann wäre ich mit dieser Art von Secret deutlich cooler. Boah! Mann! Was ist das? Eine weitere massive Goldmünze marschiert in unser Inventar, mit dem wir stinkreich werden. Ja, dich brauche ich. Denn du sorgst dafür, dass ich die Pflanzen eliminieren kann und damit einfach ein gechilltes Leben hab. Oh yeah, das Leben ist so nice. Da ist die Starcoin Nummer 2. Und da unten ist eine große Pflanze. Und wir sind alle glücklich hier. Wabu-jabu, wabu-jabu. Da oben ist nichts. Wow. Ich dachte mir, wenn man jetzt eine Feuerblume hat und... Dann schauen wir noch, wo wir die dritte Hälfte bekommen. Bro. Das war... Würde mir bitte jemand auf die Schulter klopfen? Irgendjemand? Oh, verdammt, niemand hier. Oh, das war so stark. Oh, geil. So hätte ich hinkommen können. Ja, und jetzt schaffe ich es nicht mehr. Jetzt überlebe ich es nicht. Oh, oh. Ich lebe noch! Ja, scheiße. Als ob meine Unverwundbarkeit... Boah! Ey! Fick dich! Oh mein Gott, erst vorhin habe ich noch drüber geredet, dass es keine Geheimrang gibt. Ist das der Secret Exit? Oh mein Gott, ich hab den... Ich liebe diesen Part. Ich habe solche Skill-Momente. Oh, das stinkt. Hey, what the fuck? Hey, what the fuck? Was hätte ich hier tun müssen? Und wir gehen jetzt gemeinsam in Welt 4-5. Nein, tun wir nicht, weil mein Controller noch nicht funktioniert. Ich fix das mal kurz. Vielleicht kriege ich jetzt sogar noch ein Item. Oh, Freunde, das läuft doch schon wieder. Danke, Karma. Passt. Halt die... Ich halt die Fresse. Ich hab's verstanden. Ich halt die Fresse. Ich habe verstanden. Mir fällt gerade auf, Freunde. Ich brauche den Aufzug nicht. Wo bin ich denn jetzt gehüpft? What? Ich bin irgendwo gesprungen. Ich bin irgendwo gesprungen, wo ich nicht hätte springen... Hä? Ich hab keinen. Und wir gehen in das vorletzte Level dieser Welt, nämlich Welt 6. 6. Er hat 6 gesagt. Finde ich witzig. Neuer Versuch. Ich lass mich. Tick. Aber ich überlege, ob ich dann für den Bowser Jr. Fight wirklich. Hier kann ich stehen bleiben. Ob ich für den Bowser Jr. Fight mir dann wirklich die Shell gönne. Na, genau, und jetzt kann ich einfach da hoch. Ich mach das. Ich mach das. Ich halt das. Stabil. Und es ist auch nicht der Fight, wo ich auf ihn drauf springen kann. So sollte meiner Meinung nach jedes Level sein. Dann habe ich auch gar kein Problem. Ich darf die Röhre nicht nehmen, weil ich sonst instant tot bin. Ich hole mir die Pilze aus 1-4. Was sind das für Level?
Ja, wow! Da konnte ich ja viel dafür! Geil! Oh, okay, Freunde. Hoch! Oh, okay. Nein, da ist schon wieder eine Mini-Röhre! Mann! Das ist doch zum Heulen. Levelprinzip verstanden. Jo! Nein! Also vielleicht bewerte ich das jetzt auch zu hart, aber ich finde das richtig schlecht. Es tut nach. Mann! Yes! Nein! Und die ganze Schlangenblock-Scheiße von vorne. Ey, ohne Witz, ich bin so froh, wenn dieses Spiel durch ist. Mario repariert noch das Logo. Und jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Hübi.